13 größte Tierfänge, die die ganze Welt schockierten. Wie groß oder lang könnten die größten Tiere der Welt sein? Stell dir vor, du fängst einen riesigen Tusker und zähmst ihn. Eine starke Leistung und das größte Krokodil der Geschichte zu fangen, ist gelinde gesagt beängstigend. Du wirst überrascht sein, welche riesigen Tiere in Gefangenschaft leben. Sieh dir dieses schockierende Video der 13 größten Tierfänge an, die die ganze Welt schockierten. Nummer 13. Forrest, die größte Giraffe der Welt. Forrest, die größte Giraffe der Welt, ist so groß, dass ein Team von Guinness World Records eine spezielle Messlatte konstruieren und sie neben einem Heuspender im Giraffengehege aufstellen musste, um die Größe genau zu messen. Das war eine größere Aufgabe. Forrest, 12 Jahre alt, misst 5,7 Meter. Forrest gehört übrigens einem Zoo in Queensland, der von Bindi Sue Irwin, der Tochter des verstorbenen und legendären Tierschützers Steve Irwin, geleitet wird. Nummer 12. Lolong, das Monsterkrokodil. Das größte jemals in Gefangenschaft gefangene Krokodil war ein 6,17 Meter langes Leistenkrokodil, das 2011 in Bunawan auf Mindanao, Philippinen, gefangen wurde. Das Krokodil namens Lolong wurde für Menschenangriffe verantwortlich gemacht und nach 2 Jahren endlich gefangen. In Gefangenschaft wurde Lolong in einem speziell angefertigten Gehege im Bunawan Eco Park and Research Center auf den Philippinen gehalten. Lolong wog ca. 1000 Kilogramm. Das Monsterkrokodil verstarb am 10. Februar 2013. Nummer 11. Homer, die größte Schnecke der Welt. Das ist Homer, die größte Schnecke der Welt. Homer wurde gefangen und gelangte in die Hände von dem damals 9-jährigen Joseph Billington. Homer ist eine riesige Achatschnecke von 26 cm Länge. Die Achatschnecke ist die größte aller Landschnecken weltweit. Selbst wenn sie das Erwachsenenalter erreicht haben, hören diese Schnecken nicht auf zu wachsen. Eine erwachsene Achatschnecke wird durchschnittlich 20 cm lang. Also ist Homer eine mächtig große Schnecke. Nummer 10. Größter mit Angel gefangener weißer Hai. Frag nicht wie, aber 1986 fingen Frank Mundus und Donny Braddock etwa 45 Kilometer vor Montauk bei Block Island einen 1554 Kilogramm schweren weißen Hai. Es war der größte Hai, der jemals mit einer Angel gefangen wurde. Natürlich wird immer noch diskutiert, ob das Duo den Hai mit einer Harpune statt mit der Angel gefangen hat und ob sie den Wal getötet haben, von dem sich der Hai ernährte. Dennoch hat die International Game Fishing Association anhand der Bilder entschieden, dass der Fang legal war. Nummer 9. Shabani, der Gorilla. Man könnte meinen, es handele sich um einen Mann in einem Gorilla-Kostüm. Aber Shabani ist ein riesiger Gorilla, der in einem japanischen Zoo für Furore sorgt. Shabani, der die Frauen Japans mit seinem muskulösen Aussehen verzaubert, ist ein 18-jähriger Silberrücken mit einem Gewicht von etwa 180 Kilogramm. Er ist die Hauptattraktion im Higashiyama Zoo and Botanical Gardens in Nagoya und nimmt Posen ein, die das Model aus Zoolander glücklich machen würden. Shabani, der seit 2007 im Zoo lebt, wurde zu einer Berühmtheit, nachdem er als Marketingmodel für den Zoo ausgewählt wurde. Seine elterlichen Qualitäten sind auch bei den Frauen sehr beliebt. Nummer 8. Indiens größter Tempelelefant. Das ist Techikottukavu Ramachandran, der größte in Gefangenschaft lebende Elefant Asiens. Da der Name zu lang ist, nenne ich ihn TR. TR ist ein Monsterelefant, der von Tempelbewohnern in Indien eingefangen und gezähmt wurde. Er hat in seinem Leben nicht weniger als 13 Menschen, 6 Elefantentrainer und 3 Elefanten getötet. Dank seines Trainers ist der Elefant sanftmütiger geworden und wird jetzt von seinen Fans und Anhängern liebevoll Ramachandran oder Raman genannt. Vergebung ist wahrscheinlich eine Tugend und Raman hat sie in vollen Zügen genossen. Der 1964 geborene unglaublich große Dickhäuter ist 3,16 Meter groß. Nummer 7. Tank und Orville. Trifft die echten Teenage Mutant Ninja Turtles, Tank und Orville.
2021 verblüffte ein Video, das zwei Riesenschildkröten in einem Zoo zeigte, die Netzgemeinde, weil diese Reptilien so groß waren. Diese Aldabra-Riesenschildkröten wiegen enorme 250 Kilogramm. Als sie auf dem Weg zum Mittagessen gefilmt wurden, schockierte das die Menschen, die feststellten, wie groß die Riesenschildkröten wirklich sind. Als das Duo an einer Frau vorbeikommt, sieht es so aus, als könnte sie problemlos auf ihrem Rücken reiten. Außerdem ernähren sie sich komplett vegetarisch, weswegen Orville vielleicht unglaubliche 114 Jahre alt ist. Nummer 6. Der größte Stechrochen der Welt. Guinness World Records hat bestätigt, dass ein 3,90 Meter langer und 299 Kilogramm schwerer Stachelrochen, der Anfang des Monats im kambodschanischen Mekong-Fluss entdeckt wurde, der größte Süßwasserfisch der Welt ist. Die erstaunliche Kreatur wurde am 13. Juni 2022 von Fischern in der Region Stung Treng im Norden Kambodschas gefangen. Das Gewicht des Tiers, das auch als Peitschenschwanzrochen bekannt ist, hat viele überrascht, denn 299 Kilogramm wiegt auch ein durchschnittlicher Bär. Laut Guinness World Records handelt es sich bei dem rekordverdächtigen Rochen um eine bedrohte Art, deren Khmer-Name Borami Vollmond bedeutet. Nummer 5. Riesiger Arapaima. Als der berühmte Fischer Jacob Wagner auf einer Expedition tief in den Regenwäldern des Amazonas unterwegs war, wurde er mit dem Fang seines Lebens überrascht. Es war ein Riesen-Arapaima, der größte, den er jemals gesehen hatte. Der Monsterfisch war 2,13 Meter lang und wog um die 100 Kilogramm. Ein Arapaima zu fangen ist keine Leichtigkeit. Diese Fische können mit ihren knochigen Zungen tödlich sein und fiese Peitschenhiebe austeilen. Dieses Exemplar wurde gefangen, markiert und wieder in den Fluss entlassen. Nummer 4. Mega Flughund. Was würdest du tun, wenn dir ein großes blutsaugendes Monster wie dieses gegenüberstünde? Unglaublich aber wahr, was du siehst, ist keine Vampirfledermaus. Unglaublich, aber das, was du siehst, ist keine Vampirfledermaus, sondern eine seltene Art namens Goldkronenflughund. Dieses Exemplar war das größte, das je von Militärangehörigen auf den Philippinen gefangen wurde. Der Goldkronenflughund ist eine seltene Mega-Fledermaus, die zur Gattung der Flughunde gehört. Sie ist in den Dschungeln der Philippinen beheimatet und gehört zu den größten Fledermäusen der Welt. Sie hat eine Flügelspannweite von 1,5 bis 1,7 Metern und wiegt 0,7 bis 1,2 Kilogramm. Nummer 3. Samson, der größte Tiger der Welt. Tiger sind riesig und können ziemlich einschüchternd sein. Du kannst dir also gut vorstellen, wie du dich fühlen würdest, wenn du vor Samson, dem größten Tiger der Welt, stehen würdest. Samson ist ein männlicher Tiger, der in den Vereinigten Staaten wohnt und über 300 Kilogramm wiegt. Er gehört zur Rasse des sibirischen Tigers, die nicht nur die größte aller Tigerrassen, sondern auch die größte aller Großkatzen ist. Samson lebt in der Tierauffangstation der Single Vision Incorporated in Florida, Vereinigte Staaten. Nummer 2. Das größte Haustier der Welt. Du siehst hier das größte Haustier der Welt, ein Bison namens Bailey. Dieses Monster wiegt 816 Kilogramm und lebt mit seinem Besitzer Jim Sauntner in Spruce Grove in Alberta, Kanada. Der große Bison ist im Herzen ein Kind und liebt es, in Jims umgebautem roten Pontiac herumzufahren. Bailey besucht auch gerne Bars, um das eine oder andere Bier zu trinken. Er wurde von Jim aufgenommen, der sich um ihn kümmerte, nachdem seine Mutter gestorben war, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Nummer 1. Großer Python in Florida gefangen. 2020 waren Pythonjäger in Florida verblüfft, als sie einen riesigen burmesischen Python fingen. Ryan Osborne und Kevin Pavlidis, die mit dem South Florida Water Management District Python Elimination Program zusammenarbeiten, fingen die 5,76 Meter große Schlange ein. Die Beseitigung dieses Schlangenweibchens ist nach Angaben von Fish and Animals ein Sieg für die einheimische Tierwelt und das Ökosystem Floridas und ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit bei der Ausrottung nicht einheimischer Pythons. Der burmesische Python hat sich in Florida so sehr zu einer invasiven Art entwickelt, dass die Regierung das Kopfgeld für seinen Fang erhöht hat. Wie fantastisch war das? Wusstest du überhaupt, dass Tiere so groß werden können?
Verrate uns in den Kommentaren unten, welches Tier dich am meisten beeindruckt hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.